Claudia Nordberg, nach dem Baron jetzt ein Schrotthändler. Es klingt fast wie ein Wechselexperiment à la Frauentausch. Claudia Nordberg, 50, soll nach der Trennung von Baron Hubertus Freiherr von Falkenhausen jetzt einen Schrotthändler daten. Ihr mutmaßlicher neuer Freund soll außerdem eine politische Figur verehren, die bei vielen für Kopfschütteln sorgt. Der angebliche Neue soll keine Lust aufs Rampenlicht haben, praktisch für die ehemalige Dschungelcamperin. Vom Ex, ihrem Baron, ist's buchstabentechnisch nur ein Katzensprung zu ihrem angeblichen Neuen. Wie die Bild berichtet, soll die neue Flamme Baron D., 56, sein, ein Deutsch-Amerikaner. Ein Nachbar soll ihn als Schrotthändler bezeichnet haben. Der Baron mit Doppel-R verdient seinen Lebensunterlaut mit Ersatzteilen für Oldtimer und soll Trump-Anhänger sein. Im Gegensatz zu Hubertus drängt Baron nicht in die Öffentlichkeit und will die Beziehung zu Claudia geheim halten. Sagt ein befragter Nachbar. Ironischerweise soll es übrigens Claudias Ex sein, der ihr den mutmaßlichen Neuen vorstellte. In der deutschen Community in Florida kennt man sich. Die in Florida lebende Claudia soll laut Nachbarn ganz gezielt auf Männerschau in der deutschsprachigen Gemeinde an der Westküste der USA gehen. Sie habe angeblich keine Lust drauf, sich auf Englisch zu unterhalten. Gut, wenn das so wichtig ist, darf sie ja auch mal ein Schrotthändler anstelle eines Luxusbarons sein.